Meine Leute, darf ich vorstellen, Miss Anbums. Die schwarze Schöne, ne, aus... Ja. Hat auf jeden Fall eine Menge für sich, die Lady. Sie ist nicht ganz, sagen wir mal, ethisch-moralisch so wirklich einwandfrei getaktet, aber das... Was mit dem alten Herrn, der Herr, wie geht's dem? Ich habe deinen alten Freund länger nicht gesehen. Alles in Ordnung mit ihm? Ja, alles bestens. Das glaube ich. Jetzt kommt's. Ich hoffe, er macht ein schönes Nickerchen. Gott, ist das ein Astralkörper, oder was? Oh ja, der hat sich's gemütlich gemacht. Also, ist es Erpressung? Ja, wir hatten das ja schon mal bei den beiden. Das war paradoxe Kommunikation, hatte ich das, glaube ich, seinerzeit genannt. Und das läuft darauf hinaus, ne, das ist, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, Es war nett, mit dir zu plaudern. Also irgendwas fehlt auf jeden Fall noch. Wir gehen noch mal zum Purser. Können wir den noch mal reden? Ja, da ist nichts mehr. Okay. Wir können noch mal probieren. Noch mal anrufen, aber noch mal zu Anbumsen durch. Ach nee, lässt er seinen Spruch wieder ab. Entschuldigung. Herr Purser, Sie wünschen... Ja, können Sie mich zur Anbumsen-Kabine durchstellen? Verbinde. Hallo? Hallo? Sind Sie Anbumsen? Waren wir. Okay. Jedenfalls so lange, bis das verdammte Telefon geklingelt hat. Ja, dann geh nicht dran. Vor allem nicht, wenn du tot bist, Kollege. So, pass mal auf. Dann müssen wir erstmal zum Captain gehen. Denn irgendwie... Ich bin wieder da. Verzeih mir, dass ich meine Begeisterung gerade heute nicht so zeigen kann. Klar, ich bin doch auch aufgeregt. Ich aber auch. Stimmt, ich habe was vergessen. Mir fällt gerade ein, ich bin ja verabredet. Ja, ja, wir sind auf jeden Fall verabredet. Ja, sicher. Denn was ich total vergessen habe, wir haben ja noch die Lebensversicherung. Und die hätte ich hier, glaube ich, mal zeigen müssen. Hier, Miss Anbumsen. Ich bin immer noch sicher, dass hier irgendwo ein Easter Egg drin versteckt ist. Benutzen, andere, öffnen. Klar doch. Schubst dich selbst. Naja, also das ist halt, Bim Bam. Komm, Baby, wir sind's. Hallo, Lady. Ja? Ja, oh, du schon wieder. Ja, ja, wir sind. Hör auf, mich anzumachen. Wir haben auch Gefühle. Mich gibt's immer noch. Ja, ja, mich ja, auch. Ja, und ich bin immer noch geil. Ich mache immer noch Let's Plays. So, pass mal auf, Baby, wir haben jetzt hier was für dich, was dich eventuell interessieren könnte. Na, habe ich total vergessen. Wir haben ja noch das, wo ist sie? Die Lebensversicherungspolice, meine Leute. Der Sound ist cool, die Chica ist cool, ist irgendwie alles cool hier. Ich habe etwas, von dem ich glaube, dass es dich interessieren könnte. Oh, die verdammte Versicherungspolice. Hm. Das wird mich jetzt einige Zeit kosten. Ja. Wie? Ach ja, ich denke, die gehört mir. Danke, dass du sie mir zurückgebracht hast. Ich dachte, also, weißt du, für etwas derart Besonderes, also, da denke ich, da wäre vielleicht doch ein kleines Extra-Dankeschön fällig, oder? Sowas Ähnliches wie Sex? Oh, ich glaube, ich besitze nichts, was du haben möchtest. Im Gegenteil, du hast eine Menge von dem, was ich haben will. Denk nach. Wie kann ich diesen Schmuck bloß wieder loswerden? Ich wüsste nicht, was. Was dagegen, dass ich reinkomme? In dein Gewölbe? Also gut, Larry, ich weiß, was du willst. Und wenn ich es dir gebe, dann will ich dich hier nicht mehr sehen, klar? Nichts weiter, das war's dann. Wir sind durch, kapische? Sie will jetzt Sex mit mir haben und hinterher soll ich mich nicht mehr bei ihr melden. Oh, ein Traum wird wahr. Du kannst Gedanken lesen, Zuckermäulchen. Okay, warte hier. Oh Mann, um dieses Küken ins Bett zu kriegen, muss ein Typ eigentlich erst durch einen Reifenstapel springen. Mindestens. Okay, Larry,
Ich habe leider nicht allzu viel Bargeld, aber es ist auf alle Fälle mehr, als du verdienst. Und jetzt schieß in den Wind. Verschwinde! Was ist das? 500 Millionen Aktie. Aber ich wollte mit ihr ins Bett. Ja, Larry, jetzt sind wir mal realistisch. Die Kleine sah gut aus. Die Kleine war total verdorben und liederlich und hat ihren Mann und es ist alles ganz schrecklich. Aber 5 Millionen, weißt du, wie viel Chickas du dir davon klar machen kannst? Ich bin immer noch sicher, hier ist irgendwo ein Easter Egg und ich weiß nicht wo. Meine Leute, so, dann gucken wir mal ganz kurz, was wir jetzt hier da gekriegt haben. Dieses Aktienzertifikat steht für 5 Millionen und einem Aktienanteil an der Ambumsen Transport AG, ABT. Wie aus dem Kleingedruckten weiter hervorgeht, gibt es von dieser Gesellschaft insgesamt nur 10 Millionen Anteile. Damit bist du der Boss. Wir sind der Boss? Wir sind der Boss, haben wir uns das eigentlich schon mal angeguckt? Bei der vorsichtigen Untersuchung des mit Esso Gleitcreme extra feucht und Roulette-Rad-Politur getränkten Taschentuchs spürst du plötzlich ein heftiges Verlangen, allein zu sein. Aha. Wir haben uns gar noch nicht angeguckt. Exequits Hausmeisterschlüssel öffnet nahezu jeden Lagerraum auf diesem Schiff. Okay, dann wir sind jetzt Chef von Ambumsen Transport GmbH oder wie es auch heißt oder wie immer. Und die gute Kapitän Fay hatte uns ja gesagt und hatte uns gegenüber erwähnt, dass dieses ganze Kreuzfahrtgedöns doch nicht wohl so ihr Ding sei und sie viel lieber auf den alten Tankern, die sie vorher wohl gefahren hat, wieder zurückkehren möchte und sie sich gar nicht erklären konnte, warum die Ambumsen sie damals rausgeschmissen haben. Wobei ich das auch nicht ganz verstehe. Also stell dir mal vor, du bist Chef von so einer Tankerflotte und da fährt ein Captain irgendwie deinen Tanker zu Schrott. Dann wäre es das Letzte, was ich machen würde, den auf meinem Schiff, wo ich mir durch die Gegend fahre, als Kapitän einstellen. Wir haben ja die Kapitänskajette gesehen. Ihr erinnert euch an das Bungee-Seil, das war. Wir gehen da jetzt mal rein und verkünden ihr die frohe Botschaft. Mal gucken, ob es wieder Wagner gibt. Ich bin wieder da. Mhm. Verzeih mir, dass ich meine Begeisterung gerade heute nicht so zeigen kann. Ja. Klar, ich bin doch auch aufgeregt. Naja. Was du willst, ist Geld, ne? Pass mal auf, Baby. Wir haben hier eine. Wo ist es? Ich sehe es mal wieder nicht. Rein sehen wir in der dritten Seite Schiffskarte. Außerbrüder Stolzfern, den Schrauben sehen, gezinkte Wolfgang. Aktienzertifikat. Meine lieben Leute, bitte staunen Sie. Weißt du, Mützchen? Vielleicht bin ich ja der Kerl, der deine Träume verwirklicht. Das bezweifle ich. Das bezweifle ich wirklich. Was würdest du dazu sagen, wenn ich dir erzählte, dass ich seit kurzem in bedeutender Position bei einer größeren Schifffahrtslinie arbeite? Ich würde sagen, dass wir beide träumen. Tja, hör auf zu träumen, Süße. Hier, ich hol mal was raus. Mein Gott, wie roh. Ja, sehr roh. Ja, ziemlich roh. Rohöltransporte. Also da soll mich doch der Klabautermann Dingsdan. Dingsdan? Heißt das, was ich vermute, dass es heißt, dass du... Dass ich der stolze neue Besitzer der Aktienmehrheit an Ambumsen Transport AG, ABT, bin, ist ja nur das größte Rohöltransportunternehmen der Welt. Das ändert natürlich alles. Natürlich tut es das. Aber die weltweit größte Flotte von Supertankern zu dirigieren, ist ja so anstrengend. Diese ewigen Umweltschützer, die Steuern, diese ständigen Tumulte, wenn irgendwelche Kapitäne wieder mal an größere Kontinente plauzen. Tumulte können sehr aufregend sein. Also ich suche im Moment jemanden, der die Position direkt unter mir einnimmt. Oh, Larry. Ich weiß ja Opern wirklich zu schätzen, aber würdest dir was ausmachen, mal was von meiner Musik aufzulegen? Oh, Baby. Du bist die Größte. Das ist die schönste Nacht meines Lebens. Leg diese Handschellen an, Leffer. Hat der ganze Scheiß nicht so angefangen? Die Galeeren Sklaven sind fleißig am Rudern. Let's celebrate. There's a party going on. Oh yeah. Meine lieben Leute, mit Musik hat's angefangen. Genau wie bei Larry mit Handcuffs und so, ne? Er hat nichts dazu gelernt, aber er ist jetzt reich, ne? Das Schiff, dass das mit Rudern angetrieben wird, ist nicht verwunderlich. Da war ja auch ein Segel, ne? Bei so einem Pott, ne? Das ist... Nun,
da fährt sie hin, unsere PMC Bouncy. Die ganzen Sprecher, ne? Die ganzen deutschen Sprecher. Jamie Lee Curtis, da bin ich immer. Nail me Jack, okay, bei Doncha. Okay. Jack, Wang, mein Landwirtel kaufen. Mr. Anbumsen. Sind Sie am Bumsen? Waren wir. Richter Graham, Richter Julian, Richter Paul. Rod, ja, das war der Mann, der überall dabei war, ne, und der schöne Tiere machen konnte. Hello. Ja, der gute Hello. Hat er jetzt, ne, wie gesagt, hat er davor das Licious with Larry Loaded gespielt. Hintergrundphilosophie, Hello. Best Boy, Dale, Chris, das ist so komplett von Hello, er hat selber geschrieben. Das wissen wir, das haben wir im Reloaded schon alles mitgekriegt. Aber ich kann nichts dafür, Leute, die in diesem Musik. Das ist immer noch schön am Segeln, das Schiff am Rudern und. Ich glaube, das war mir beim Reloaded-Teil auch so gegangen, dass ich da nicht rauskam aus dem Moment, weil. Ja, auf jeden Fall cool. Ich glaube, Hello hat das auch wieder selber eingespielt, das Saxophone. Ja, und wir haben ja auch gelernt, ne, da waren ja ein paar Leute, die haben das Saxophon fälschlicherweise als Pissoir verwechselt und das fand der Saxophonspieler gar nicht so nett. Kann ich mir denken. Susan McGill. Okay. Na, auf jeden Fall fahren sie schön. Es ist auf jeden Fall Happy End. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ne? Und da rudern sie und ja. Auch wenn es natürlich das Geld wie nur gemacht hat, aber das dürfte Larry, glaube ich, relativ egal sein. Das alles so schnell wie Freak Out. Your score is only 919 of 1000 points available. Oh, it's a pity. Aber ich finde 99 gar nicht so schlecht. Gut, wir haben bestimmt ein paar Sachen vergessen, irgendwie anzugucken oder so. Aber das ist, ja, es ist fast 1000. Fehlt nicht mehr viel. Aber jetzt lass mich gucken. Wir haben alle 32 Dildos gefunden, liebe Leute. Yeah, congratulations. You found 32 of 32 possible. Keep poking around. Nein, das Spiel ist vorbei. Oder gibt's hier noch irgendwo? Seht ihr ein Dildo? Freunde, seht ihr ein Dildo? Ich sehe keinen mehr. Yeah, baby! Kaching! Format C, warning, all data on no remaining disk is... Genau, Format C, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr vertrauenswürdiger Befehl. Das kann man ruhig machen, aber die haben uns verarscht. Ich hätte jetzt meine ganze Festplatte, ja, das bin ich wieder auf dem Startbild, ne? Aber die Aufnahme läuft noch, liebe Leute, das ist... Ja, da sollte tatsächlich noch ein Larry 8 rauskommen, ne? Also hier, ne, auf Uranus und so, ne? Larry, das wäre. Ich sag dir, ne, damit ist es angefangen hier von wegen Trach Diesel mit den Handcuffs, ne? Und prompt, ne, wird er entführt von Aliens. Ist nie gekommen, liebe Leute, ist nie gekommen. Schade eigentlich, vielleicht hat es nicht genug eingespielt. Warum es nicht? Wir müssten Hello mal fragen. Ne? Ich meine, das Remastered hat er ja gemacht, aber das, ja, bei Aliens ist ja bestimmt ein interessanter Team gewesen. Ich möchte nicht wissen, was da für Sextoys am Start gewesen wäre. Die haben mir schon beim Reloaded gereicht. Wer erinnert sich bei dem Yo, Bubba, bei dem dicken Typen, bei dem Türsteher da in der, ne? Das, ach, ja. Wer es nicht gesehen haben sollte, ne? Licious with Larry Reloaded.
auf meinem Kanal zu finden. Ist auch, glaube ich, in der Videobeschreibung genauso wie verlinkt, wie Box Office Bust. Da habe ich ein Let's Try draus gemacht, bin dann irgendwann gescheitert, weil ich halt in meinem Gamepad gewisse Schwierigkeiten hatte. Und das ist ja das nicht, das kennt ihr ja, ne? Aber trotzdem, ich glaube, 20 Folgen oder so sind auch draußen. Das ist oder 23 sogar, ich weiß es nicht mehr genau. Könnt ihr gerne mal reinschauen, lade ich euch zu allen, ist auf jeden Fall, insbesondere Reloaded, eine Reise wert. Das Leisure Suite Larry Box Office Bust hat mit dem guten Larry nichts mehr zu tun, insofern, als dass Larry da nicht der Protagonist ist, sondern der Protagonist ist sein Neffe, der ebenfalls Larry heißt, und Larry ist ein alter Sack geworden, der aber mit Pornografie ein Vermögen verdient hat, also ein riesengroßes Filmstudio, und da geht's dann richtig zur Sache, liebe Leute, ne? Und da muss der kleine Larry, ne, Neffe, ne, muss dann ganz viele Sachen klar machen, weil der große Larry, das heißt der alte hier, der da oben, ne, der rechnet mit Betrug, also auf jeden Fall eine Reise wert, klickt es doch einfach mal an, wenn ihr Bock habt. Ja, Fazit zum Spiel. Ich bin so froh, dass ich es zocken konnte, liebe Leute. Ihr wisst, ich liebe Leisure Suit Larry und deswegen habe ich auch das Remastered sofort gefeiert. Als ich das hörte, es kam raus, musste ich das sofort haben. Und jetzt habe ich das hier noch klar gemacht, ne, und ans Laufen gekriegt. Ne. Es ist einmal abgestürzt, also das ist echt eine gute Quote. Einmal in was weiß ich, wie viele Folgen wir gemacht haben, weiß ich gar nicht. Ja, wir haben nicht alle Punkte erreicht. Wir haben 990, 10 fehlen. Werden wir uns irgendwas noch angucken müssen oder was weiß ich. Ne? Aber naja, ich finde das schon eine ganz gute Ausbeute. Dafür haben wir alle Dildos gefunden. Zum ersten Mal habe ich alle Dildos gefunden. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal geschafft? Ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube es nicht. Aber hier im Let's Play haben wir es klar gemacht und mit den 10 Punkten, die fehlen, kann ich prima leben. Ja, Fazit zum Spiel. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Es ist von vorne bis hinten cool. Der Humor ist geil. Die Möpse. Ich musste mal auf die Möpse zurückkommen, denn das hat mich so in Lachflash reingeballert, das ist, ja, könnt ihr ja nochmal gucken, das ist, ich habe auf jeden Fall Tränen gelacht, glaubt's mir. Ja, aber auch alles, der schwule Purser, dieser paranoide Sack, auch geil. Peggy natürlich, mein Herzstück, Peggy, wie könnte ich dich vergessen, ne? Johnson und Jamie Lee Coetus, ne? Drew Barrymore, Doomy Moore, ne, unser Würfelpartner, ne? Ach, das war einfach, es war, ja, ich weiß nicht, was an dem Spiel irgendwie, es gibt für mich keine Nachteile, ne? Victorian Principles, ne? Erst eine prüde Bibliothekarin und dann, ja, meine lieben Leute, ihr habt es gesehen, ne? Ihr wart dabei und mal noch einen vergessen, ja, Kapitän Fein natürlich, ne, und, ja, Clanfäkel, ne, war auch ganz, ganz famos, der Nachtisch-Geschmackstest für Blinde und ach, da waren so viele Highlights drin, das Bowlen und das Hufeisenwerfen, der Kochwettbewerb und vor allen Dingen bestangezogenster Mann und der Krabs-Wettbewerb fand ich auch sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Ja. Was haben wir noch für einen gemacht, weiß ich gar nicht, Hufeisen, ach, es war einfach toll, liebe Leute, ich liebe dieses Spiel, ich bin froh, dass ich es echt nochmal zocken durfte, dass es mal ins Laufen gegangen ist mit, ne, GOG heißt die Seite, ist glaube ich auch im ersten Teil verlinkt oder ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt generell in die Liste gepackt habe. GOG, die haben ganz viele Spiele und das ist auch eine echt coole Homepage, wo man auch Spiele kriegt, die ursprünglich gar nicht mehr unter Windows allen Systemen laufen. Die bearbeiten das aber so, dass da wirklich alles läuft. Ihr habt es gesehen, das Ding ist einmal abgepfiffen. Die, sagen wir es mal, deutsch-englische Synchronisation war nicht überall gegeben. Das heißt, ein paar Schilder waren halt auf Englisch, aber ja nun, die Sprache war auf Deutsch und der Rest ist eigentlich relativ peng. Ne? Es war auf jeden Fall, es war toll. Ne? Ja, sag ich jetzt erstmal an dieser Stelle nochmal, nachdem ich das jetzt genug gelobt habe, weil es, ne, ich finde es einfach ein geiles Spiel und hier, ne, der war auch mit dabei, ne, Cybersniff 2000, ne, ich will mal an der Schokolade riechen. Wie gesagt, das Parfum von der Miss Ambumsen roch nicht mehr, was aber noch roch, war die, genau, Kokosmilch von Drew Barrymore. Und ja, hier ist das Spiel im Original. Da kann ich nochmal zeigen. Bums, bin ich dagegen. Bums, da seht ihr das Foto da oben. Ne? Und ja, liebe Leute, an dieser Stelle erstmal vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich echt super, super gefreut, dass ihr das echt sehr, sehr, sehr zahlreich geschaut habt, dass ihr viele Daumen rauf gegeben habt und auch irgendwie echt viel kommentiert haben und dass ihr genauso viel Spaß hattet an Dingen wie meine einer. Das hat mich echt sehr, sehr gefreut und dafür an dieser Stelle mal ganz, ganz herzliches Dankeschön, liebe Leute, dass macht dann nochmal viel, viel mehr Spaß, wenn man echt weiß, okay, da sind Leute, die warten drauf und die feiern es und die lieben es. Ne? Und ja,
Dann nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und mal gucken, in welchem Let's Play uns wir dann vielleicht nochmal über den Weg laufen. Ich sag vielen Dank und verbleibe wie gehabt. In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Nö. Speakin 45. Leisure Sweet Leffer Larry.